Du möchtest für deinen Auslandsaufenthalt nach Kanada, dabei wirst du wunderschöne Natur genießen können und trotzdem die Nähe zur Großstadt haben, der Delta School District kann genau diese perfekte Kombination bieten. In diesem Video stellen wir dir den Delta School District mit insbesondere der Delta Secondary School vor. Euer Feedback ist uns wichtig. Falls ihr Anregungen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Zwischen tollen Stränden und unberührter Natur liegt der Delta School District in Kanada mit insgesamt 7 Highschools. Dieser Schuldistrikt gilt als einer der besten in British Columbia und ist zudem durch ein hohes akademisches Niveau ausgezeichnet. Zu den Besonderheiten zählen auch die Academies. Diese Sonderprogramme finden neben dem regulären Unterricht statt und ermöglichen das Lernen neuer Fähigkeiten bzw. die Fortsetzung eines bereits vorhandenen Hobbys. Hierbei gibt es meistens die Wahl zwischen verschiedenen Sportarten und künstlerischen oder kreativen Angeboten. Die Delta Secondary School ist die größte und älteste der 7 Schulen im Bezirk. Die öffentliche High School befindet sich in der Kleinstadt Ladner, welche zur Distriktgemeinde Delta dazugehört. Schon 1978 wurde die Delta Secondary School gegründet, jedoch im Jahr 2002 komplett renoviert und ist somit eine der neuesten Schulen im Distrikt. Zurzeit lernen rund 1650 Schülerinnen und Schüler an der Schule, davon sind ca. 130 international. Die Ausstattung der Schule umfasst 5 Computerräume, eine 2-stöckige Bibliothek, 2 Musikräume und eine Dunkelkammer. Für das umfangreiche Sportprogramm gibt es zusätzlich 3 Sporthallen, einen Kraftraum, 5 Tennis- und Basketballplätze und viele große Sportplätze. Neben der super Einrichtung lässt auch das schulische und außerschulische Programm nicht zu wünschen übrig. Es gibt eine Vielzahl umfassender Auswahlmöglichkeiten. Neben den grundlegenden Fächern wie Englisch, Mathe, Physik, Biologie und Geschichte werden unter anderem auch praktische Fächer wie Konditorei und Kochen, Automobiltechnik, Computeranimation, kreatives Schreiben, Recht, Kriminologie, Metallverarbeitung und Bearbeitung, Psychologie oder Holzbearbeitung angeboten. Auch aus einer großen Auswahl an künstlerischen Fächern wie Keramik, bildende Künste, Schmuckherstellung, Mode- und Textilwissenschaften, Theater oder Film und Fernsehen kann man zusätzlich wählen. Die Delta Secondary School bietet wie auch die anderen Schulen im Distrikt verschiedene Academies an. Zu den Sonderprogrammen zählen unter anderem Filmproduktion, Theater, Tanz, Lacrosse, Softball und Basketball. Der Unterricht an sich versucht, so innovativ wie möglich zu gestalten, damit auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden kann. Das Angebot außerschulischer Aktivitäten ist vielfältig. Beispielsweise kann man dem Buchclub oder dem Chor beitreten, Gitarrenbau oder Fotografie für sich entdecken, aber auch Skifahren und Snowboarden. Auch im Bereich Sport kann man aktiv werden. Es werden zum Beispiel Badminton, Ballett, Basketball, Feldhockey, Golf, Turnen, Krafttraining, Schwimmen und Volleyball angeboten. Zurzeit gehen unsere Teilnehmer Hannah und Clemens an eine kanadische Highschool in Nanaimo. Beide sind begeistert von den vielen unterschiedlichen Fächern und vom umfangreichen Sportprogramm. Wenn ihr mehr über Hannah und Clemens wissen wollt, schaut doch gerne weitere Videos von den beiden. Die Lage der kanadischen Distriktgemeinde Delta, direkt an der Grenze zu den USA und am Pazifik, ist traumhaft schön. Mit nur einer Entfernung von ca. 25 Kilometern ist die nördlich gelegene Großstadt Vancouver, eine Metropole in British Columbia, schnell zu erreichen. Neben der Lage zeichnet sich Delta auch durch die meisten Sonnenstunden und das mildeste Klima im Großraum Vancouver aus. Bei Temperaturen zwischen minus 7 Grad Celsius und 25 Grad Celsius ist die Gegend optimal für Outdoor-Aktivitäten. So kann man beispielsweise Kajak fahren gehen, an den Stränden spazieren, Vögel beobachten im Schutzgebiet oder die vielen Parks besuchen. Das umfassende Angebot und die Academies der Delta Secondary School haben dich überzeugt? Und du möchtest unbedingt für deinen Auslandsaufenthalt in den Delta School District? Falls wir dein Interesse geweckt haben, melde dich doch gerne unter der jetzt eingeblendeten Nummer und entdecke weitere tolle Videos, unter anderem von Hannah und Clemens, sowie Infos, Takeover und Facts auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns schon auf dich. Dein Team von Kulturwerke Deutschland.